So, wir sind hier immer noch dabei, ja, die nötigen Güter aufzutreiben. Wir müssen jetzt langsam mal Eisen besorgen. Hier beim Marktplatz machen wir das am besten. Zack, Eisen kaufen wir 5. Und da müssen wir Der gucken. Kornspeicher ist leer, Sire. Okay, jetzt müssen Unsere wir Goldvorräte richtig wachsen stetig, aufpassen. Sire. Denn das Essen ist weg und bald ist auch das Bier weg. So, von dem her sollten wir jetzt schleunigst versuchen, eine Schmiede zu bekommen. Holz können wir leider nicht verscheppern, aber wir können mal hier ein bisschen die Holzfäller reduzieren. So. Vielleicht noch einen Obstgarten machen, ich weiß es nicht. Bin zur Stelle. In Bewegung. Wie viele Bögen wir haben, habe ich jetzt auch den Überblick verloren, aber erstmal machen wir wirklich eine Schmiede und zwar schleunigst. Das ist Unsere vollkommen unabdingbar. Goldvorräte wachsen stetig, So, die Sire. Beliebtheit. Das Volk liebt euch. Minus 8 Banditen treiben in der Nahrung. Nähe der Burg ihr Unwesen, Euer Lordschaft. Da. Ja, Bogen gespannt. So, Feuer. Das war nicht so gut geschossen, Jungs. Rücken aus! Geht erstmal Die hier hin Nahrungsvorräte sind sehr und knapp, fangt sie Sire. dann da schön Sind aus dem ab. Weg! Die Penner. Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ah, verdammt. Das gefällt mir jetzt gar nicht, was die da machen. Was wollen die denn da schon wieder kaputt machen? Metzeln sich durch unsere Bauern. Das für Schweine, Eure Beliebtheit sinkt. machen jetzt hier meine Pfeilmacher rein kaputt. Ich glaube, es geht Wir haben los. beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ey, diese dreckigen Banditen. Ja, herrlich. Ich kann gerade nichts machen, wirklich nichts. Ich kann natürlich den Burgherrn auf sie hetzen. Die brandschatzen hier ungesühnt. Für Dreckskerle. Bogenschützen bereit. Würdet ihr die jetzt vielleicht mal Wie sieht umlegen? Ihre an? Meine Fresse. Okay. Schmiede jetzt hier hin. Jetzt müssen wir richtig reinhauen. Eieiei. Ja, die Das Volk hat eine Beliebtheit hohe Meinung von euch, my Lord. geht auch nicht wirklich klar. Wozu haben wir denn 4 Bogenschützen, wenn hier nichts klappt? So, Waffenkammer, was sagst du? 13 Bögen, das ist doch wenigstens schon mal etwas. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr so viele Pfeilmachereien. Das heißt, wir sparen jetzt erstmal auf die zweite Schmiede, damit wir da ein bisschen höheren Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Produktionsgrad haben. Können wir vielleicht hier schon. Mir liegen alarmierende Berichte vor, dass Wölfe sich im Land befinden. Nee, Das Volk fürchtet sich, mein Lord. 2 Monate Vorrat, da geht nichts momentan. Ah, und Bogenschützen kosten auch immer so viel. Ist doch wirklich ein Graus. Die Mein Bogen Nahrungsvorräte ist sind sehr euer. knapp, Sire. In Bewegung. Was soll Rücken ich aus. machen? Wirklich, Wölfe was greifen soll an, ich mein machen? Lord. Da oben sind Sind auf dem Wölfe. Weg. In Notkommando Bewegung. hier. Ach, meine Güte. Es ist doch wirklich ein Graus. Burgherr, verzieh dich. Okay. So, da habe ich jetzt nochmal einen Obstgarten hingesetzt. Wo sind denn hier noch Wölfe? Ich höre sie doch schon wieder. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Naja. Schrein. So, wie viel Geld? 155. Oh, jetzt muss ich echt ein bisschen Unsere aufpassen. Goldvorräte wachsen stetig, Sire. 54, was ist hier? Ein bisschen hoch, diese Steuern. Ganz normale Steuern sind das. Ich kann wirklich kein Holz verchecken, leider. Sehr, sehr. Oh,
Die haben noch eine Brauerei kaputt gemacht, ey. Was sind denn das für Unholde? Wirklich. So, noch eine Brauerei dahin. Obstgärten, ja, schön und gut. Dann gehen wir jetzt hier mal oben ein bisschen in die Offensive. Was das anbelangt. Ich bin da noch immer noch skeptisch. Sind sehr knapp, Sire. So, gleich die zweite Schmiede. Wir benötigen Gold. Na komm. Gib mir Gold. Gib mir ein wenig Gold. Steuern, hallo. Na komm schon. Wir haben ja wohl noch Steuern. Jetzt, sehr gut. So. Zweite Schmiede ist besetzt. Drei Eisen haben wir noch, das heißt zwei Schwerter müssten da sein. Oder eins. Ne, zwei schon, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir einfach nur diese Nahrungsvorräte sind sehr knapp, mein Herr. Penner Rücken aus. Von den Schmieden fernhalten. Ich dachte oben gerade, weil der schon wieder sein Ding schwingt, dass da wieder einer kommt, ey. Boah, dann wäre ich hier aber fuchsig geworden. So. Bin zur Stelle. Einen Bogenschützen können wir auch nochmal holen. Nahrung mehr, Sire. Eure Befehle sind auf dem Weg. Wir haben keine Nahrung mehr. Was soll ich denn machen? Ich gebe doch schon alles, was ich hab. Tja, keine Nahrung mehr. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bartholomäus Gruber, Betrunkener, ist wackelig auf den Beinen. Ich weiß auch nicht, warum wir hier in so einen Nahrungsengpass geraten sind. Eigentlich haben wir vier Obstgärten da direkt dran. Aber irgendwie will es momentan nicht so richtig. Aber fünf Bier haben wir, das ist doch schon mal in Ordnung. Also die Brauereien liefern sehr gut. Das ist auch sehr positiv zu vermerken, durchaus. So. Zack, dich nochmal weg. Nee, das wollte ich gar nicht. Hier. Obstgarten. So. Haben wir jetzt da oben nochmal echt ein bisschen was, was wir rankloppen können, weil allzu viel Zeit haben wir auch nicht mehr, bis die Niederlage da ist. Also dementsprechend sollten wir uns da nicht zu sicher fühlen. Aber jetzt sollten ja langsam unsere Schmiede ein bisschen was leisten. Sehr schön auch wieder diese Animation hier. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist, sage ich immer. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir gleich wieder Eisen kaufen können. Wir haben, glaube ich, keins mehr. Ne, wir haben keins mehr. So, Marktplatz, Eisen, kaufen. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Super, habe ich alles an unseren Lebensmitteln verkauft und wir haben immer noch nicht genug. Es ist doch wirklich ein Graus. Okay, 186. Wir brauchen ja einfach nur einmalig sozusagen Eisen, um einmal nachzuliefern. Und unser Burger ist immer noch so wackelig auf den Beinen. Meine Fresse. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, das wird sich jetzt wieder einigermaßen einpendeln. So, 225. Komm schon. Wir brauchen noch ein ganz bisschen Gold. Ich verkaufe gleich wieder die restlichen Äpfel da. Nein, jetzt haben wir es. Sehr gut. So, jetzt können die Schmieden auch wieder arbeiten. Da sehen wir es. Der Schmied geht zu seiner Arbeit. Die Leute sorgen sich wegen des Wolfrudels, my Lord. Ja, David Kugelkopf, deine einzige Aufgabe ist jetzt, nicht dir den Kopf kugelig zu, sondern einfach nur darauf zu achten, dass wir jetzt hier ordentlich schmieden und schmieden und schmieden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das ist äußerst erfreulich. Wir könnten ja auch theoretisch, das kostet ja nicht so viel, ne? Kann man eine nicht Botschaft hier... Eine Botschaft von eurem Informanten. Das muss direkt an den Kornspeicher gebaut werden. Ah, ärgerlich. Ich dachte, man könnte da oben noch einen zweiten Kornspeicher hinpacken. Aber okay. Das
Manchmal sind diese Kameramenüs echt irreführend. So, ich hätte das Menü gern wieder, dankeschön. Tja. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Was auch sonst, ne? Oder einfach, wie immer, das Pech dahinter steckt. 5 Schwerter, 12 Bögen. Und so schön viel Bier. Das ist immer positiv zu vermerken. 3 Eisen noch. Ja, kommt alles hin. Darf man den Gerüchten über Banditen Glauben schenken? Nein, darf man nicht. Vor allem, wenn du da so ein schönes Schwert rumträgst. Also da würde ich dem gar keinen Glauben schenken. Wie läuft der überhaupt zum Waffenlager? Voll der Umweg. Naja. Okay. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. 69 Beliebtheit ist jetzt auch nicht so der Burner. Ich habe jetzt nochmal eine Pfeilmacherei kredenzt. Unsere Schatzkammer leert sich. Ja, ja. Unsere das wird Lebensmittelvorräte schon. Wachsen, Sire. Wenn wir hier nicht irgendwie... Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wir können keinen höheren Ausschank machen irgendwie. Dann saufen sie schön. So muss das sein. So, Obstgärten. Auch alles gut soweit. Brauerei hat leider keine Animation. Hopfenfarm auch nicht. Schade, sehr schade. Ich werde jetzt mal keine Bogenschützen machen, weil sonst haben wir ein Problem. Dann haben wir nicht mehr die 12 benötigten Bögen. Das wäre natürlich alles andere als in meinem Interesse. Nun gut. Das heißt eigentlich nur noch warten, bis die Schwerter geschmiedet werden. Boah, die Nahrungsvorräte sind echt nicht so gut. Naja, was wollen wir machen? Ist eben nicht so einfach. Wir müssen eben auch hier ein bisschen auf Kriegsindustrie setzen. Aber ich glaube, da kommt gerade das 8. Schwert an. Und damit sollten wir es gepackt haben. Was lange währt, wird endlich gut. So könnte man sagen. War jetzt keine so einfache Mission, aber wir haben es hinbekommen. Naja. Passt schon, würde ich mal sagen. Sehr schön. Und da ist der Sieg. Wir können noch mal kurz für die Quote was platzieren, dachte ich, aber geht nicht. Aber herzlichen Glückwunsch. Stufe 5027 Monate zu früh, 2700. Das ist soweit in Ordnung, würde ich sagen. Ist jetzt vielleicht kein Highscore. Wir haben uns ein bisschen verkalkuliert mit dem Essen irgendwie, aber insgesamt hat es doch sehr, sehr gut geklappt. Und ja, in diesem Sinne bin ich sehr, sehr gespannt, was uns dann in der nächsten Folge hier bei Stronghold HD erwartet und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.